herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Moviepark Germany. Nein, natürlich nicht. Wir befinden uns heute zum ersten Mal in Italien am Movieland. Und ja, der Movieland ist ein kleiner Freizeitpark in der Nähe vom Gardaland. Der ist auch nur 20 Minuten entfernt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der Park so wird. Ich habe schon einige Sachen gehört, was es hier so geben soll. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Da hat man jetzt auch gerade mal ein paar Bilder gemacht. Vor 2 Tagen hat sogar hier im Movieland eine neue Attraktion eröffnet. Und zwar ist das ein Flugsimulator zur Thematisierung Zurück in die Zukunft. Und darauf freue ich mich schon riesig. I benefici della scienza a tutta l'umanità. Il nostro team sta lavorando alla realizzazione dei nuovi tempocircuiti e del condensatore. Che dicono lo spazio come piegarsi e lo spazio dice alle masse come muoversi. Ci sono. Aggiungi i 2 coefficienti 8 pi greco. Geht einem als Zurück in die Zukunft Fan das Herz auf, wenn man sowas sieht. Gerade mit der neuen Attraktion Zurück in die Zukunft fahren, mit dem Flugsimulator. Aber es gibt ja schon einige Sachen, die ich nicht so gut finde. Und zwar dauert der Eingang ein bisschen länger. Also man steht mindestens, ja, 10 Minuten da und dann geht's rein. Und man sitzt in einem Flugsimulator und dann läuft halt ein 3D-Film ab, aber ja, ich finde, es gibt Flugsimulatoren, die sind viel, viel besser. Es war halt einfach nicht so berauschend. Also man ist es gefahren, aber nochmal fahren würde ich es nicht. Nun geht es auf unsere nächste Attraktion und zwar ist das Magma 2, eine Safari-Tour, die es ganz schön in sich hat. So, wir haben uns jetzt auch extra Regenkeeps geholt, weil ich habe von dieser Bahn gehört oder auch schon gesehen, dass man da ordentlich nass wird. Um das zu verhindern, ziehen wir lieber diese Regenkeeps an. Ach ja, wir sind gerade mit der Bahn Magma 2 gefahren. Da sitzt man im LKW und fährt durch verschiedene Straßen durch, wo Wasser von überall kommt oder man fast abstürzt, was ich ziemlich geil fand. Aber es gibt eine Sache, die ich euch sagen muss, setzt euch bitte nicht in die erste Reihe, weil dann kriegt man die ganzen Abgase von dem LKW ab. Und jetzt geht es für mich auch schon auf die nächste Attraktion. Wir haben die hinter mir einen riesen neuen Freefall Tower gebaut. Mit dem werde ich jetzt fahren. Thank you.
geht es in die Steinzeit. Kriegt sogar ein Dino. Und wir werden in dieses Karussell einsteigen. Oh oh. Juhu! Achterbahn, die wird sogar noch vor einem Seil gezogen und kommt damit vorwärts. Leute, jetzt wird's lustig, jetzt werde ich doch die kleine Dino-Achterbahn fahren. Coaster Count plus 1. Und hier sieht man, dass die Achterbahn noch mit dem Seil gezogen wird. Wasserbahn. Und das Gute ist, sie ist zwar schon in die Jahre gekommen und ist halt schon ein bisschen älter, aber sie macht trotzdem sehr viel Spaß. Jetzt stehe ich hier vor einer kleinen neuen Attraktion hier im Park. Und zwar ist es eine Bahn, wo man mit einem kleinen Jeep durch Ägypten fahren kann. Eher eine Bahn für kleinere Kinder und nichts für Erwachsene. Ach geil, ich bin jetzt zwar ein bisschen durchnässt, aber ich bin gerade 2 Runden mit dem Speedboot gefahren, was ziemlich, ziemlich geil war. Hier im Restaurant fährt einfach ein Roboter rum. Heißt die Attraktion Anditares und das ist eine Bahn, naja, was heißt Bahn, aber ist eine Attraktion, wo man sich an die Wand stellt und dann passiert irgendwas. Leute, diese Attraktion ist heftig. So, ihr Lieben, wir sind gerade diese Bahn gefahren und diese Bahn ist absolut heftig. Ey, diese Bahn ist einfach geil. Vor allem, ich habe euch ja gerade eben gezeigt, wie es da drin aussieht. Und das ist halt so ein Kreis, sage ich mal, was sich dann heftig dreht. Man muss sich an eine Wand stellen und dann dreht sich das richtig heftig und die Fliehkraft drückt einen nach hinten. Eieiei, also diese Bahn ist ziemlich versteckt hier im Movieland, aber... Es macht einfach so Bock. Wir sind gerade eben zweimal hintereinander gefahren. Es ist einfach geil. Für mich geht es jetzt auf die nächste Attraktion und zwar auf den Hollywood Tower. Das ist ein Freefall, aber das ist nicht nur ein gewöhnlicher Freefall, sondern der Freefall fällt und landet auf dem Rücken. Eieiei, ob ich mich da hoch traue? Ja, oder? Let's go! Leute, ich glaube, ich habe so ein bisschen meine Meinung über den Park doch verändert.
weil ja, hier gibt es einfach so viele geile Sachen. Ich bin gerade hier den Freefall Tower gefahren und es macht einfach so viel Spaß. Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich auch schon auf dem Weg zu meiner letzten Attraktion für heute. Und zwar ist das eine Achterbahn. Und zwar auch die einzige Achterbahn, die es hier gibt. Und die heißt Invertico. Und das ist ja so eine Art, ja nicht Spinning Coaster, aber das ist eine Achterbahn, die hängt halt unter der Schiene, so wie es einige kennen aus dem Phantasialand oder so. Aber ja, die Achterbahn ist ein Bumerang. Das heißt, die fährt vorwärts und rückwärts. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie diese atemberaubende Fahrt wird. Der Dinosaurier auf der Bahn Pangea. Da konnte man mit einem Jeep durch verschiedene Wälder und Dschungel fahren, was ziemlich cool war. Und das Lustige und Coole ist, dass in der Bahn ein paar Animatronics stehen, also ein paar Dinosaurier. Spooky, spooky, spooky. Sei già testa giù, di amore un Gesù per te e tu, tu sei già fatto a luci, camerazione, a movilante pure emozione, tanto insieme l'amore, luci, camerazione, a movilante pure emozione, con gli amori, un viaggio a fare stelle, adesso ti trovi qua, per trasformare tutti quanti in tante fiche maestà. Deutschland halt nicht so gibt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich gerne, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, dieser Park hat zwar nur eine Achterbahn, aber dafür gibt es Attraktionen, die man sonst nicht so kennt in Freizeitparks.